festen Arbeitsplatz. Mein Name ist Ingo Bruns, ich bin Geschäftsführer hier im Autohaus Knauer und Dieber in Papenburg. Wir sind Vertragspartner von Mercedes-Benz, vermitteln zum einen Neufahrzeuge und zum anderen reparieren wir PKWs und Transporter, nicht nur für den Bereich Mercedes-Benz, sondern auch für die Marke Smart. Wir bieten unseren Kunden einen sogenannten Hol- und Bringdienst zu fälligen Reparaturen und Serviceterminen. Dort war es notwendig, dass wir einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen wollten und sind auf die Möglichkeit eines sogenannten Außenarbeitsplatzes aufmerksam geworden. Wir haben Anfang Mai uns mit dem Thema inklusive Betrieb auseinandergesetzt und diese Möglichkeit in Betracht gezogen, sprachen dann letztendlich dort mit den Zuständigkeiten und den Mitarbeitern. Man hat uns einen Mitarbeiter vorgeschlagen, wir haben zusammengesessen, haben auch ein klassisches Bewerbungsgespräch geführt mit diesem Mitarbeiter und waren eigentlich sehr angetan und positiv überzeugt. Haben aber dann aufgrund von einigen Zweifeln, die immer noch da waren, erstmal ein Praktikum vorgeschoben. Dieses Praktikum hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, wir saßen danach mit der Caritas zusammen, haben das Praktikum nochmal uns genau angeschaut, wie es gelaufen ist, wie es auch mit Herrn Pahl funktioniert hat, wie ihm das selber gefallen hat, wie es uns gefallen hat, haben festgestellt, dass das für uns alle ein Zugewinn war, auch für Herrn Pahl, der sich hier sehr wohl gefühlt hat, und sind dann in das Arbeitsverhältnis eingestiegen. Der Alltag von Herrn Pahl gestaltet sich insofern, dass er morgens vornehmlich bei uns in diesem sogenannten Hol- und Bringdienst eingesetzt ist. Das ist sehr vielseitig, weil er mit unwahrscheinlich vielen Menschen zu tun hat, die eben auch alle unterschiedlich sind. Unsere Kundenstruktur ist sehr breit gestellt, von Privatkunden über Geschäftskunden, über Flottenkunden, über auch Firmenkunden. Und von so her ist das also sehr abwechslungsreich und ich denke sehr spannend für ihn. Der Tag ergibt sich dann im Prinzip wie folgt. Er holt morgens die Fahrzeuge, ist dann den ganzen Tag hier letztendlich in diversen anderen Arbeiten noch involviert, die wir vielleicht nachher auch noch sehen werden. Und letztendlich im Laufe des Tagesverlaufes bringt er dann die Fahrzeuge auch wieder zum Kunden zurück. Herr Pahl verfügt ja wie jeder Mensch auch über gewisse Stärken und Schwächen und hat sehr viele Talente, die er mitbringt. Und es macht sehr viel Spaß und hat sich in den letzten Wochen Anerkennung hier verdient im Unternehmen und wird auch von jedem Mitarbeiter so akzeptiert, wie er ist. Und ich glaube, er hat auch seinen festen Platz bei uns gefunden. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn letztendlich gewinnen konnten. Wir erleben aber dann auch im Nachgang die Fragen, Mensch, wer ist das eigentlich? Was macht der Mann bei euch? Wie kommt er zu euch? Und dann haben wir die Möglichkeit, auch mal zu erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und dass es für uns also eine wirkliche Bereicherung ist. Und wir stellen auch fest, dass auch Herr Pahl sich unwahrscheinlich wohlfühlt und ihm das sehr viel Spaß macht bei uns. Denn er ist in einem normalen Betrieb, in einem normalen Unternehmen, in dem er arbeitet. Und hat hier seine Entfaltungsmöglichkeit. Mein Name ist Joachim Hellwig und bin hier für die Serviceleitung zuständig. Also ich muss sagen, der Pahl ist immer pünktlich, das passt. Das ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr selbstverständlich, wenn wir, ich sag's mal so, unsere Auszubildenden haben, wir haben viele Auszubildende, die wirklich das eigentlich noch lernen müssen, dass sie pünktlich zur Arbeit kommen, dass sie auch bis zum Schluss da bleiben und dass sie ihre Pausen einhalten. Und das ist mit dem Pahl eigentlich alles gegeben. Also da kann ich nur wieder Positives berichten, dass also diese Grundfunktionen und Grundschlüsselfunktionen, die sind alle da. Also wir werden eigentlich meistens einmal wöchentlich unterstützt von Herrn Hein von der Caritas. Ne, mit dem stehen wir ständig im Kontakt. Sollte es ihm Probleme geben, auch im sozialen Umfeld von Herrn Pahl, können wir uns an Herrn Hein wenden. Und der kommt dann auch zügig vorbei oder schnell vorbei und regelt diese Sachen. Ich bin Matthias Hein, arbeite in Caritas Werkstatt Nördliches Emsland GmbH. Dort im Fachdienst berufliche Inklusion. Meine Aufgaben sind dort, Beschäftigte der Caritas Werkstätten, die auf Außenarbeitsplätzen arbeiten, zu begleiten, zu betreuen, Ansprechpartner für die Firma zu sein und für den Beschäftigten natürlich auch. Außenarbeitsplätze gibt es schon etwas länger in den Caritas-Werkstätten. Seit dem 1.9. dieses Jahres haben wir einen eigenen Fachdienst dafür gegründet, damit die Firma einen vernünftigen Ansprechpartner hat, so wie der Beschäftigte auch und jetzt nicht mehr nebenbei irgendwie funktionieren muss. Die Reise soll dahin gehen, dass wir für jeden Beschäftigten den optimalen Arbeitsplatz finden. Das heißt, wer einen Außenarbeitsplatz haben möchte, für den versuchen wir einen zu finden. Die Wirtschaft möchte gerne, dass wir vom Fachdienst öfter oder regelmäßig vorbeikommen, uns mit den Beschäftigten auseinandersetzen, ihn fragen bzw. ihn begleiten bei Problemen, bei Herausforderungen, bei allen möglichen einfach im ganzheitlichen Leben, aber auch die Firmen begleiten, die Firmen auf die Beschäftigten vorbereiten. Dort auch mit den Mitarbeitern reden und die Mitarbeiter dann soweit wie es sein muss auch schulen, wie wir mit einem Menschen mit Behinderung umgehen können.
dieses Beispiel kann Schule machen und ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Menschen mit Behinderungen in den Betrieb unterbringen kann. Auch Firmen, die sich dafür interessieren, wir begleiten die bei dieser neuen Herausforderung. Wir arbeiten immer mit einem vorausgelagerten Praktikum, das für die Firma kostenlos ist. Die rechtlichen Gegebenheiten sind komplett abgesichert. Der Beschäftigte bleibt weiterhin bei uns sozialversicherungspflichtig angestellt, hat den Einsatzort dann in dem jeweiligen Betrieb. Die sozialpädagogische Betreuung wird von uns weiterhin gewährleistet, wenn irgendwo irgendwelche Herausforderungen auftreten.